Wachhund des Erdenbaumgräbers. Hey, gut. Gut. Ich muss noch ein bisschen das Moveset lernen. Okay. Was macht er da? Da können wir definitiv keine Öffnung für einen Angriff. Aua. Okay, bei dem können wir definitiv einen geben. Einen, zwei. Den Rückzug. Wieso schleichst du gegen? Ich will immer auf den Stick drücken von lauter RSS. Ah, ich bin rein. Jetzt kommt der, den wir ihm nach 1-2 geben können. Immer rollen, wenn er nachher kommt. Oh, was macht er jetzt? Distanz. Ich glaube, den könnten wir theoretisch sogar so machen. Okay, er bewegt sich nicht, wenn er die Flame macht. Trinka. Der hat jetzt sogar den Tod gefunden. Flames, da gehen wir wieder auf die Stanz. Ich kann einfach einen geben, weil der zweite macht aus irgendeinem Grund keinen Schaden. Okay. Gut, was macht er jetzt? Nicht richtig wechseln, jetzt sind wir jetzt so im Flow. Und der, den wir ihm einen geben können. Ja, siehst du, jetzt habe ich eben... Keine Heilung mehr, das heißt, jetzt muss ich richtig aufpassen, was ich mache. Ich muss ihm also zwei geben. Die sind gefährlich, wenn du die nicht richtig machst. Was ist das? Das war knapp. Das war wirklich nicht greedy werden, nicht greedy werden. Ich will jetzt nicht verpacken. Schön. Das war jetzt risky, aber... Nice! Erster Boss geblättert. 1300 Asche und Asche des Zauberadligen. Ich glaube, die Glocke bekommen wir auch nächstens. Wenn wir die so viel bekommen... Ja! Jungs! First try! Gar kein Problem, das Spiel. Gar kein Problem. Ich kann aber nicht weiter haben, okay.
Hat sie nichts? Keine Waffe und nichts bekommen? Ming. 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 Ja, der ab zum Eingang zurück. Ja, du, erster Boss liegt. Es war zwar auch kein Main-Boss gewesen, aber Boss ist Boss. Wohlgemerkt. Ja, die haben natürlich jetzt auch respawned, aber das ist okay, weil die sind jetzt nicht so ein Problem. Auf dem mit seiner scheiß Fackel, die er immer so her hat, so. Na, egal. Die nehmen wir euch mit wegen der Erfahrung, aber jetzt wird die Erfahrung eigentlich schon mal langsam umkonvertieren, weil wir wären gleich schon 2500. Ja, und du. So. Erdenschattenblumen, Erdenschattenblumen. Weißt du was? Nein, schön, zwar nicht weit weg. Da habe ich jetzt noch Zeug, look. Das sind also Crafting Materials wahrscheinlich. Die kann ich jetzt nicht alle durchlesen, außer der besteht darauf, dass ich wirklich jeden Text lesen. Da hat jetzt noch so einen flammenden Shadow, der hat letztes Mal Rune gegeben. Also merkt nicht, die Schädler, die so flammende Augen haben, die geben euch gute Runen. Also immer schön abhacken, wenn ihr das Zeug seht. Und ihr seid ziemlich hässlich. Du lässt Gift aus der Sack, okay. Dann wer verreckt da so etwas hier? Ehrlich jetzt. Ich das Spiel müsst ihr vorsichtig spielen. Das ist ja, ich wusste, dass er mich schon gesehen hat. So. Ah, wahrscheinlich wegen denen, die da noch kommen. Wegen Elli Bellerus. Boah. Nein, Katz, du kannst jetzt nicht kommen. Ich nie! Scheiß auf die Libellen, ganz ehrlich. Hat's. Nein, du kannst jetzt nicht. Nein, hallo. Ja, was findet ihr? Es geht eben nicht. Du musst jetzt schnell warten, bis ich fertig aufgenommen habe. Dann kannst du. Ja, Ivy. Ja, du bist ein Herzig. Und du kommst natürlich jetzt betten. Oh. Kann ich jetzt mal den Huren Block hier über den Jordan schicken, als erstes. Das ist Schildkrott. Achtung, Hund, das ist Schildkrott, Kollege. Also, man gibt halt Runen, aber... Nein. Wenn ich dann muss, dann ja, aber nein. Doch, Schildkrott sind herzig, die töten wir nicht. Okay, das hier im Wald. Die sehen etwas heftiger aus. Nehmen wir das. Was? Okay, es hat noch nicht getötet, okay. Jetzt noch mal so einen leuchtenden Shadow. Wo ist er da? Okay, unsere These ist gekommen, oder meine These ist gekommen. Ja, da hänge ich jetzt über dem Ding. Egal, ich habe eine gute Rune bekommen.
müssen dann mal schauen, wo wir mich richtig herplatzieren. Aber irgendwie, weißt du, mit sie zu wird schon wegen den Untertitel kommt. Hm. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie wir das machen können mit der Cam. Klar, das ist nicht verdeckt, aber. Der Wald ist voll von diesen Seichen. Hä? Picken wir jetzt einen nach dem anderen auseinander? Kukri, ist Kukri jetzt gegangen. Sondern läuft hier einer noch hin und her, glaub's. Das Ding hat eine Hölle. Oh, ein Ort der Gnade, den gehen wir doch schon geholt. Einhöhle. Kommen wir mal schnell her, haut die Höhle viel aus. Die würde ich jetzt wirklich noch nicht rein. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal Richtung Stormvale Castle, also da nach Sturmfesten. Oh fuck, wir haben jetzt auch übrigens. Das habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Egal, wir müssen jetzt nicht jeden wieder machen. Wir machen jetzt schon den und den davor. Und dann ziehen wir mal weiter Richtung Tor. Weil ich irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Level sich erst später noch eine Story freischaltet. Und darum an diesem Punkt werde ich schnell kommen. Einfach nicht, dass wir den vor lauter Blödheit 5 Bolzen. Ist irgendwie etwas für packen. Ich glaube, das wären jetzt etwa schon 3 Level, plus minus. Genau, wegen so einer Blödheit. Nochmal 5 Bolzen. Bringt mir nur nichts, wenn ich keine Armbrust habe. Ich bin jetzt davon ausgegangen, er greift mich an. Don't judge me. Okay, da hat es recht viel von diesen Dudes. He? Rechts hat es so Bats, die rumfliegen. Also Fledermäuse, Entschuldigung wegen meinem Englisch. Hat sicher Loot drin, das spüre ich bis hier. Mein Lootradar vibriert. Aber zuerst mal, wir gehen zuerst mal da rein. Die Side of Grace. Und dann hockeln wir schnell her, für das Auffrischen. Oh, warte, Moment. Ich muss scheiß drauf, muss ja nicht sein. Sorry, wegen der kleinen Längsschabe, wenn ich raustappe, wegen der Webcam. Greetings. Moin. Traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Alright. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength to aid you
in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Ich kann jetzt annehmen oder mich weigern. Also wir sind ja noch maidenless, also Jungfrau los. Ich würde sagen, wir nehmen sie nach, aber ja. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Da. Da. Jetzt können wir nämlich leveln. Another matter. Hm? I bequeath to you this ring. Spektralrostpfeife. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Ah, nice. Jetzt haben wir kurz rund, das heißt, es geht alles ein bisschen schneller. Treat him with respect. Mhm. Stufenaufstieg, finally! Shall I turn your runes to strength? Jawohl. Let my hand rest upon you. For but a moment. Your ambitions, the principles you would follow. Ja, aber jetzt kein Scheiß. Ja, also, man hat gesagt, ich gehe auf Nahkampf. Er hat pre-built schon recht viel Stärke, was natürlich für einen Schaden spricht. Kraft hat er auch schon viel, aber er hat auch viel, also relativ viel Arkanenergie. Was glaube ich? Oder ist es nur ein Belief? Brauchst du für Blitze zu machen? Alte Lebenskraft aufzusuchen. Ist das korrekt? Kraft macht das nicht. Mal da, RLP, aber das ist die Lebenskraft. Ja, egal. Ich hätte jetzt gesagt. Sicher mal. So. Kraft, Kondition und Stärke wären unsere Hauptattribute, habe ich das Gefühl, bei dieser Klasse. Und so wie ich es spielen will. Von dem her würde ich das jetzt mal so verteilen. Ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Ausdauer hat eigentlich nie. Wenn jemand gute Tipps hat, wie die Verteilung hier gut läuft, gerne in die Kommentare. So. Benutzt die Spektralrosspfeife, um euer Spektralross herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralross nach seinem Tod erneut rufen. Das verbraucht jedoch eine Flasche mit Purpurtränen. Aha, okay, das Ding kann so sterben. Hoch zu Ross drückt ihr entweder L oder benutzt die Spektralrosspfeife, um erneut abzusteigen. Kann ich jetzt sicher hier auch den machen? Ja, genau. Und dann sollte er jetzt ja eigentlich richtig hier sein. Und dann kann ich mit Viereckli diesen machen. Oh, das ist aber nice. Okay. Nice. Und mit Viereckli kann ich auch wieder drauf. Gut, der hat gesagt, wir gehen doch mal so ein bisschen in diesem Lager guck, was es gibt, gell? Probieren wir uns mal dem da hinten anzuschleichen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne wollte. Ich ziehe ihn schnell ein bisschen aus dem Lager, dass er dort hinkommt. Jetzt haben wir jetzt einen Schach gemacht. Daran denken, zwei Hände gegen Schild ist gut. Scheiße, das war schon eine Woche gewesen. Gott sei Dank. Ich habe schon gemeint, es kommt irgendetwas Fettes. Was ist das? Hast du das schon gesehen da? Grossschwert des Getreuen. Das gucken wir uns doch schnell an. Ich sag dir, da hinten hat es Loot in diesem Lager. Das sag ich nicht. Geschicklichkeit 10. Haben wir nicht Geschicklichkeit 10? Oder war das Geist gewesen?
An der Geschicklichkeit haben wir tatsächlich nur 9. Das ist belastend. Aber sonst von den Stats her wäre es, glaube ich, schon besser als die Angst, die wir hier haben. Sirene von Attributskalierung sind beide eigentlich gleich. Aber er macht halt, er wird halt mehr Schaden machen per se. Du Geschicklichkeit brauchst, das macht auch Sinn. Wir bleiben jetzt mal noch bei Angst. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, wenn wir ein paar Punkte in Geschicklichkeit nehmen. Ich laufe mal schnell aus um. Genau, wegen so Zeug da vorne. Hier kommt man rein. Warte schnell, bis der sich dort von seinem Kollegen getrennt hat. Dort kommt auch noch einer zu laufen. Und dann picken wir die schon schön eins raus. Nur das so. Den haben wir nämlich schon. Komm, Butz, Butz. Voilà. Number uno, dann nehmen wir den. Und dort in der Mitte lag, glaube ich, so eine fette Ziege kommen. Number 2! Jetzt probieren wir das einfach mal schnell. Nun. Im 2-Amp-Modus ist die Axt nur brutal. Oh, da hat es auch ein Trüeli drauf. Ein Flegel! Ein Flegel! Gucken wir uns auch schnell an. Oh, wieder Geschicklichkeit. Ich glaube, wir müssen die Geschicklichkeit gleich noch ein bisschen rauchen tun, der hat zwar weniger Schaden. Ist aber, glaube ich. Nein, der ist generell schlechter. Ah, oh, nein, schau. Er kostet weniger, wenn ich ihn schwinge, natürlich, weil es kleiner ist. Okay. Oh, da hat jetzt noch der Sight of Grace. Die gehen wir zumindest mal schnell gehen. Tatschi-Tatschi machen. Blümps! Ah, dort links. Dort links. Da oben. Dort hat es auch noch. Das heisst, wir machen die Uhr Fledermaus dort. Wir nehmen schnell den wieder vor. Wir gehen zuerst echt eine Schrotung um. Die fliegen tatsächlich. Ach ja, sie fliegen mit in meine Scheiße. Jetzt habe ich, glaube ich, nur einen gerade. Müssen die jetzt da rumfliegen? Ist das so ein Ernst? Voilà. Die Huren Schädeln, ich sage nichts. Die Schädeln geben goldige Ruhe, es lohnt sich, eben, sich hier umzugucken. Wenn ich jetzt hier drüber hopse. Da hat es einen Hund. Der hat ein Doggo dabei. Das ist schlecht. Ja, ja. Scheiße, das ist ein bisschen viel. Vor allem der Hund stresst mich. Das hier ist schnell. Da haben wir. Number 2. Number 3. Die jetzt schnell wieder umdrehen. Dann nehmen wir schon so. Wenn ich jetzt den noch einzeln ziehen könnte, jawohl.
Dann musst du einfach Kurti da in seinem Initialschlag entweichen und dann kannst du einen Kurti runterkomboen. Oh, rüstig.